Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sprechen darf. Freut mich auch, dass so viele hier sind. Und heute geht es um Krebs, Stoffwechsel, wie das Ganze mit der Therapie zusammenhängt. Wie schon angesprochen, ich bin am DKFZ an der Gruppe Tumormetabolismus und Microenvironment von Frau Professor Dr. Almuth Schulze. Und zuerst, ich habe die Annotations angemacht, eine kurze Abstimmung, ob ihr jemanden persönlich kennt, der an Krebs erkrankt ist. Ihr könnt jetzt quasi einen Sticker zur Antwort setzen. Einen Sticker eurer Wahl. Genau, wir haben genug Platz. Sehr gut, die meisten wissen, wie es geht. Genau, oben kann man, wenn man die Maus bewegt, klappt das runter. Und dann gibt es da annotieren oder kommentieren. Okay, ich glaube, der Trend ist klar. Wir warten mehr oder weniger auf eine Nein-Antwort. Ich habe es wieder ausgestellt und ich lösche alle. So, jeder kennt jemanden, der an Krebs erkrankt ist, mehr oder weniger leider. Und das ist auch ganz klar, warum. Die Statistik ist da recht eindeutig. Im Schnitt, das sind Daten von 2016, im Schnitt erkrankt jeder Zweite an Krebs. Das sind ziemlich viele. Und im Schnitt stirbt jeder Vierte an Krebs. Und deswegen ist quasi das Ergebnis der Umfrage auch gar nicht so verwunderlich. Warum erkranken so viele an Krebs? Das ist ganz einfach. Krebs ist eine Erkrankung des Alters und wir werden immer älter oder wir haben die Chance, immer älter zu werden. Das heißt, wir haben mehr Zeit, um an Krebs zu erkranken. Warum sterben immer mehr? Wir sterben immer weniger an anderen Sachen, weil der Fortschritt der Medizin in den anderen Bereichen ein bisschen schneller war, wenn wir zum Beispiel an Infektionskrankheiten denken. Aber warum ist die Krebsforschung langsamer? Warum ist Krebs noch nicht geheilt oder warum gibt es noch keine Impfung gegen Krebs? Und das fragen sich wahrscheinlich viele, aber es ist recht leicht zu verstehen, wenn man weiß, was Krebs eigentlich ist. Krebs ist ganz einfach definiert und das Bild zeigt es, denke ich, ganz gut. Wenn quasi der Befehl kommt, sich nicht zu teilen, dann machen sie es einfach trotzdem. Die Anweisung wird ignoriert. Das heißt, Krebs ist eine unkontrollierte Teilung von körpereigenen Zellen. Und diese eigene Erkenntnisse, dieses simple Erkenntnis hat quasi zwei wichtige Implikationen. Zum einen, Krebs besteht aus körpereigenen Zellen. Und jede Therapie steht quasi vor der Aufgabe, gesunde Zellen von Krebszellen zu unterscheiden. Und die sind leider sehr, sehr ähnlich, wenn wir uns mal bakterielle Infektionen anschauen. Bakterienzellen und tierische Zellen sind sehr unterschiedlich. Das heißt, wir nehmen einfach Antibiotika, die in einen Prozess eingreifen, den gibt es bei uns gar nicht. Das heißt, die Bakterien gehen kaputt und uns geht es ganz gesund, kein Problem, weil wir quasi einen eindeutigen Unterschied haben, den wir angreifen können. Krebs besteht aus eigenen Zellen. Das Zweite ist, und es geht eben quasi darum, diesen Unterschied therapeutisch nutzbar zu machen. Das ist quasi die große Krux, warum einer der Gründe, warum Krebsforschung so lange dauert. Das Zweite ist, wir sind ein sehr komplexer Organismus. Wir haben viele verschiedene Zelltypen mit vielen verschiedenen Aufgaben. Und jede dieser Zellen kann zu Krebs werden. Und selbst Zellen, die aus dem gleichen Gewebe kommen, können zu Krebs mit unterschiedlichen Subtypen werden. Das heißt, Krebs ist nicht eine Krankheit, sondern viele. Dementsprechend versuchen wir nicht, Krebs zu heilen, sondern wir müssen Brustkrebs heilen, wir müssen Bauchspeicheldrüsenkrebs heilen. Das sind quasi alles unterschiedliche Entitäten, die auch eine unterschiedliche Therapie benötigen. Das ist die Frage, wann können wir endlich Krebs heilen? Die macht keinen Sinn. Das ist wie zu fragen, wann haben wir endlich das Motivationsproblem von Jugendlichen gelöst? Eine allgemeine Antwort wie, geh mehr raus und sitz weniger vom Computer, geht vielleicht nicht ganz an der Wahrheit vorbei, verfehlt aber die Tatsache, dass wir für jeden Menschen eine individuelle Antwort brauchen. Und in der Krebstherapie ist es genauso. So, Krebs ist unkontrolliertes Wachstum. Aber wie kann sowas passieren? Um das nachvollziehen zu können, müssen wir verstehen, wie eine Zelle funktioniert. Eine Zelle besteht quasi aus zahlreichen kleinen Maschinen, die nennen wir Proteine oder Enzyme. Und die haben eine oder mehrere Funktionen. Und die kollektive Zusammenarbeit dieser Maschinen erlaubt den Zellen quasi das zu tun, was sie tun.
Und die Information, wie man diese Maschinen baut, ist in der DNA niedergeschrieben. Und jede Zelle enthält ungefähr 2 Meter DNA, wenn man die auseinanderwickelt. Und das sind 20.000 bis 40.000 Gene drauf. Also Baupläne für Maschinen, von denen man auch leicht unterschiedliche Varianten produzieren kann. Und wenn man jetzt überlegt, euer Job ist es, Maschinen zu bauen, euer Leben hängt davon ab, dann ist erstmal das Allerwichtigste, der Plan darf nicht kaputt gehen. Das heißt, wenn ihr eine neue Maschine bauen müsst, dann macht ihr quasi eine Kopie und der ursprüngliche Plan kommt zurück in den Safe. Die Kopie, die kaputt gehen kann, könnt ihr einfach eine neue machen, geht dann, die nehmt ihr dann mit in die Werkstatt und baut eine Maschine, zum Beispiel ein Trebuchet. Und in der Biologie funktioniert das quasi genauso. Die DNA ist unser Blueprint, das ist heilig, das darf nicht kaputt gehen, ansonsten wissen wir nicht, was wir bauen. Wir machen eine Kopie davon, RNA, die kann kaputt gehen, das ist okay. Und diese Sequenz an Nukleotiden, die wird dann übersetzt in eine Sequenz an Aminosäuren. Und dieser Faden an Aminosäuren, das nennen wir Protein. So, und das kann man sich jetzt vorstellen, das ist jetzt unser Faden von verschiedenen Aminosäuren hintereinander. Und die Aminosäuresequenz bestimmt die Struktur. Das heißt, je nachdem, in welcher Reihenfolge die 20 Aminosäuren da zusammengestopselt sind, wird sich dann der Faden unterschiedlich dreidimensional zusammenfalten. Das kann man sich so vorstellen, als hätte man da ein bisschen starres Stahlseil mit unterschiedlichen Magneten dran. Wenn wir das jetzt wild schütteln, dann berühren sich quasi die Enden und es steht quasi eine definierte Struktur. Und das muss man sich quasi vorstellen, dass die Aminosäuresequenz quasi die Struktur fest definiert. Das ist jetzt nicht grob zufällig, sondern das ist definiert. Und diese Struktur bestimmt dann quasi die Funktion. Das kann man sich vorstellen wie ein Schlüssel, der ein Schloss passt. Das heißt, mit einer bestimmten Form kann man ein bestimmtes Schloss aufmachen. Ja, im rechten Fall ist quasi das Protein das Schloss und ein kleines Molekül, das da reingebaut ist, ist der Schlüssel. Das heißt, die Struktur bestimmt quasi, mit was es interagieren kann. So, das heißt zusammengefasst, die Information ist in der DNA durch die Reihenfolge von den 4 verschiedenen Nukleotiden kodiert, A, T, G, C. Die wird übersetzt in eine Sequenz von Aminosäuren. Die Sequenz bestimmt die Struktur und die Struktur bestimmt die Funktion. Und das Ganze haben wir jetzt quasi gemacht, weil wenn wir eine andere Sequenz haben, dann haben wir eine andere Struktur und dann eine andere Funktion. Und das ist ein Problem, weil dann schaut unser Schlüssel anders aus und dann können wir das Schloss nicht mehr aufschließen. Und diese Veränderung in der Sequenz, in der DNA, nennt man Mutation. Und das ist quasi der Ursprung von Krebs. Da können wir uns ein System vorstellen. Es wird Milch abgefüllt, wenn von oben die Anweisung kommt. Dann ist es aber quasi wichtig, die Anweisung ignorieren zu können. Zum Beispiel, weil die Maschine gerade gewartet wird und wenn man sie jetzt anschalten würde, dann wird sie beschädigt. Das heißt, da muss es quasi jemanden geben, der zum richtigen Zeitpunkt sagt, nee, jetzt ist gerade schlecht, das ignorieren wir. Wenn jetzt aber quasi der Typ, der das macht, der Stempel kaputt ist und der da drauf stempelt, aber es kann keiner lesen, dann ist quasi dieser Vorgang dereguliert und es kann eben zu Problemen kommen. Analog dazu, in einer Zelle kann quasi von außen ganz oben ein Wachstumssignal kommen. Und das würde dann quasi weiterverarbeitet werden und am Ende würden die Zellen dann auch wachsen und sich teilen. Und analog dazu, es gibt auch Momente, da ist Wachstum eine schlechte Idee, zum Beispiel, weil das Gewebe sich fertig entwickelt hat oder weil die Zellen DNA-Schaden haben und dann das Genom instabil werden würde. Das heißt, es ist wichtig, dass die Zellen Wachstum eben regulieren können. Und diese Interaktion, wenn die Struktur eben falsch ist oder anders ist, dann können die quasi da nicht mehr eingreifen. Und in dem Fall ist das Wachstum dann dereguliert. Und das ist quasi eine Art, wie eine Mutation das Wachstum deregulieren kann und folglich zu Krebs führt. So, Wachstumsprogramme dieser Art gibt es viele. Wir waren alle mal eine einzige Zelle und sind jetzt ganz viele. Das heißt, wir brauchen ein Programm, um viele Zellen machen zu können. In unserem Darm zum Beispiel ersetzen wir alle 3 bis 5 Tage unsere Darmzellen, einfach weil die Umgebung ist quasi so harsch, das ist nötig.
Oder wenn wir uns zum Beispiel schneiden, dann stoppen wir die Blutung und würden gerne die Zellen ersetzen. Das heißt, dadurch, dass jede Zelle quasi die gleiche DNA hat und wir diese Programme brauchen, kann auch jede Zelle diese Wachstumsprogramme wieder anschalten und deregulieren, wenn die Mutationen das eben treffen. So, wie kann man Mutationen bekommen? Zum einen, jedes Mal, wenn wir die DNA vervielfältigen, das kann man sich vorstellen wie ein Deutschdiktat mit 3 Milliarden Buchstaben. Jedes Mal, wenn sich die Zelle zeigt, man schreibt ab und dabei passieren Fehler. Es gibt viele Proofreading-Funktionen, wie auch immer das auf Deutsch heißt. Das heißt, die Evolution hat hart daran gearbeitet, dass das möglichst gut funktioniert. Allerdings ist das System absichtlich auch nicht perfekt. Schließlich sind diese kleinen Abweichungen auch der Treiber der Evolution. Das heißt, in uns eingebaut ist quasi dieses Problem. Dann gibt es Strahlung, zum Beispiel UV-Strahlung von der Sonne, Röntgenstrahlen oder radioaktive Strahlen. Oder es gibt biologische Ursachen, wie zum Beispiel Chemikalien, Viren, Bakterien oder Pilze. Und die Toxine von diesen Viechern. Und im Laufe unseres Lebens sammeln wir quasi Mutationen in unseren Zellen. Und deswegen steigt mit dem Alter die Chance, dass Krebs entsteht, weil irgendwann ist es eine zu viel gewesen. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, okay, manchmal geht was schief und dann entsteht Krebs. Und das verstehe ich, aber meiner Meinung nach ist das der falsche Blickwinkel. Weil pro Tag entstehen 10.000 Mutationen und die werden einfach wie mit einem Straßenkehrer wieder weggefegt. Weil Fehler passieren die ganze Zeit, aber wir haben Mechanismen dagegen, wie zum Beispiel die DNA Repair. Wenn es einen Schaden gibt, dann kommen Enzyme vorbei, sehen, das ist aber hier falsch und drehen das wieder richtig. Oder Zellen prüfen die ganze Zeit, ob ihrer Meinung mit sich alles in Ordnung ist, ob sie die Integrität ihrer DNA quasi sicherstellen können. Und wenn sie sagen, okay, nein, das hier droht außer Kontrolle zu geraten, dann leiten sie einfach die kontrollierte Selbstzerstörung ein. Drücken sie den großen roten Knopf. Der biologische Term ist Apoptose. Oder das Immunsystem fährt den ganzen Tag und Nacht Streife und überprüft jede Zelle, ob deren Meinung alles in Ordnung ist. Wenn ja, fahren sie weiter. Wenn nicht, dann wird die Zelle terminiert. Das heißt, wir haben die ganze Zeit laufen quasi die Gefahr, irgendwie Mutationen zu sammeln und dementsprechend recht schnell Krebs zu entwickeln. Aber wir haben viele gut funktionierende Systeme, die das Ganze behindern. Und was machen wir? Wir überlassen sie und legen denen quasi Stein in den Weg. Ja? Wir geben quasi aktiv Geld aus, damit wir durch Rauchen Mutationen erzeugen. Wir essen ungesund, wir haben Übergewicht, wir bewegen uns wenig, wir trinken Alkohol, ja, wir machen quasi alles, damit es das Immunsystem möglichst schwer hat. Wir haben Infektionen, zum Beispiel virale, gegen die wir uns nicht impfen oder legen uns einfach 10 Stunden in die pralle Sonne. Das sind quasi alles Sachen, die man einfach vermeiden kann. Und alle Faktoren zusammen sind fast 40%. Das heißt, fast 40% der Krebsfälle könnte man vermeiden. Und was man jetzt hier ganz interessant sieht, ist, dass die ersten drei, irgendwas mit Stoffwechsel zu tun haben. Ja? Ungesundes Essen, Übergewicht und schlecht bewegen, das hat alles Einfluss auf den Stoffwechsel. Und wenn man die aufsummiert, dann sind die auch knapp über dem Rauchen, was ich irgendwie beeindruckend finde. So, was ist Stoffwechsel? Ich habe es gezähmte Chemie genannt, fand ich klingt cool. Das ist quasi die Gesamtheit aller chemischen Reaktionen, die für das Leben notwendig sind. Man kann es quasi, was man quasi damit macht oder warum es nötig ist. Man extrahiert quasi Energie aus der Nahrung, um sie später verwenden zu können. Das ist quasi wie ein Wasserrad, das man in einen Fluss hält, kann man quasi Energie abzapfen, während die abgebaut werden. Und man produziert aus der Nahrung Bausteine, wie so ein Steinmetz, der schöne Quader aus einem unförmigen Stein macht. Und am Ende wird die Energie verwendet, um Makromoleküle wie Proteine aufzubauen. Das ist quasi die Energie, die benötigt wird, um mit einem Kran die schweren Steine dann zu stapeln. Wichtig ist, der Stoffwechsel von ruhenden und sich teilenden Zellen unterscheidet sich. Während ruhende Zellen hauptsächlich Energie brauchen für ihre Homöostase, um das zu machen, wofür sie da sind, einfach nur da sein oder sie haben eine bestimmte Funktion wie entgiften, während quasi sich teilende Zellen
auch noch jede Menge Bausteine produzieren müssen, wofür sie ja, Nutrients brauchen, um die herzustellen und eben die Energie, um sie verwenden zu können. Und deswegen ist es, weil sich quasi Krebs teilt sich meistens schnell, es ist leicht zu verstehen, dass quasi ein Teil der Mutationen in den Stoffwechsel eingreifen, damit man eben die Bausteine und die Energie, die fürs Wachstum nötig ist, auch leisten kann. Genau. So, stellt euch den Stoffwechsel wie ein Straßennetz vor, in der Stadt vor. Waren müssen von A nach B, es gibt Autobahnen, Hauptstraßen, Nebenstraßen. Die Straßen haben Namen wie zum Beispiel die Glykolysestraße und der CCA-Zyklus, Kreisverkehr. Und das Straßennetz von normalen und Krebszellen ist leicht unterschiedlich. Und wir müssen jetzt quasi überlegen, wo greifen wir ein, um bei Krebszellen möglichst viel Stau zu verursachen, während der Verkehr bei normalen Zellen möglichst weiterläuft. Welche Kreuzungen wollen wir sperren? Welche Straßen wollen wir zumachen? Und da kann man zum Beispiel, was man weiß, Krebszellen benutzen die Glykolysestraße sehr stark, um die Waren zur Molkerei zu bringen. Das heißt, wenn wir jetzt die dreispurige Autobahn auf eine Spur reduzieren, dann gibt es Stau und Chaos in der Krebsstadt, während die normalen Zellen, da wollten eh nicht mehr Leute durch. Das heißt, wir sind davon nicht gestört. Und das ist natürlich genau das, was wir wollen. Und das Phänomen, dass Krebszellen sehr viel Glucose verbrauchen und daraus Laktat produzieren, nennt man Warburg-Effekt. Ich finde, das sollte ich erwähnt haben. Oder zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, hier unten rechts, zum Beispiel durch eine Mutation, ist in der Krebsstadt eine von zwei möglichen Straßen gesperrt. Das heißt, aber nur in der Krebsstadt. Das heißt, wenn wir jetzt quasi die andere Straße aktiv sperren, also man kann sich vorstellen, hier ist quasi einfach die Brücke weggebrochen und deswegen müssen alle die andere Straße benutzen. Und wenn wir die jetzt quasi sperren, ja, dann gibt es natürlich in der Krebsstadt ein Problem, während quasi in der normalen Stadt können sie einfach über die Brücke fahren, die bei denen ja nicht eingebrochen ist. Das heißt, das ist quasi wieder eine Möglichkeit, den Stoffwechsel von Krebszellen selektiv zu treffen. So, das heißt, wir müssen quasi rausfinden, wo sind die Unterschiede. Das, wie gesagt, ist aber recht schwer. Aber wir können auch, anstatt quasi zu hoffen, dass die Unterschiede einfach da sind, können wir versuchen, welche zu provozieren. Das heißt, wenn wir jetzt rausfinden wollen, welcher ist der richtige Spider-Man, dann können wir die einfach mal einen Fitness-Test machen. Höchstwahrscheinlich ist der echte wesentlich sportlicher. Das heißt, wenn wir die Zeit stoppen, wie schnell die klettern, dann wissen wir, wer der richtige ist. Analog dazu können wir die Zellen in eine bestimmte Situation bringen und dann schauen, ob Krebszellen und die normalen Zellen unterschiedlich regulieren, quasi ob sie ihr Straßennetz unterschiedlich anpassen. Und in meiner Doktorarbeit versuchen wir das mit der Hilfe einer ketogenen Diät. Hier sieht man die westliche Diät links und die ketogene Diät rechts im Vergleich. Die Anteile in Gewichtsprozent sind da, der Makronährstoffe sind da aufgetragen. Das heißt, in der westlichen Diät ist man ungefähr 60% des Gewichts sind Kohlenhydrate und wie viel sind das? 15% ungefähr Fett. Das würde bedeuten, dass 30% der Kalorien in der westlichen Ernährung von Fett kommen. Während in der ketogenen Diät sind quasi drei Viertel, ein bisschen mehr, der Gewichtsprozent kommen von Fett und man isst quasi sehr, sehr wenig Kohlenhydrate, aber noch adäquat Protein. Und in der Ernährung kommen quasi 90% der Kalorien von Fett. Und um quasi, Fett ist nicht wasserlöslich, man braucht ein Körbchen, haben wir gerade gelernt. Und weil man eben nicht so viele hat, um die Leber, aber das extrahepatische Gewebe, wie zum Beispiel Muskel, weiter mit Energie versorgen muss, wird das Ganze quasi in wasserlösliche Energieträger umgebaut. Und das sind die Ketonkörper. Hier sind die drei Ketonkörper. Beta-Hydroxybutyrat ist der wichtigste, weil er die höchste Konzentration erreicht. Acetoacetat ist ungefähr die Hälfte und Aceton ist der niedrigste. Acetoacetat wird einfach spontan zu Aceton abgebaut. Das zerfällt einfach. Das ist das, wenn jemand länger nicht isst oder nichts gegessen hat, weil er gehungert hat oder weil jemand auf einer ketogenen Diät hat. Das riecht dann so süßlich komisch nach Aceton aus dem Mund, weil das quasi ausgeatmet wird. Und das Interessante ist, Beta-Hydroxybutyrat ist nicht nur Energielieferant, sondern hat auch noch zahlreiche Signalfunktionen. Und deswegen erwarten wir quasi, dass es schon große Veränderungen
im Stoffwechsel gibt. So, die ketogene Diät ist eine vielversprechende adjuvante Therapie. Gab bis jetzt über 25 klinische Studien. Unten habe ich mal einen Review zitiert, den ich ziemlich cool fand. Der ist meiner Meinung nach gut zu lesen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, ist aber Open Access. Und der fasst es quasi schön zusammen, diese über 25 klinische Studien. Das Problem ist, dass quasi alle Studien, die bis jetzt gemacht wurden, eine recht niedrige Teilnehmerzahl hatten. Das heißt, man kann da eh quasi davon ableiten, dass es eine ketogene Diät bei todkranken Krebspatienten sicher ist, aber die Stückzahl an Patienten reicht nicht wirklich aus, um quasi was zu sagen, wie effektiv sie jetzt eigentlich ist. Aber quasi der Konsens von diesen Studien, den habe ich hier mal zusammengefasst, was man quasi beobachtet hat, dass ketogene Diät die Effekte von Chemotherapie und Bestrahlung verstärken. Das heißt, sie wirkt quasi als Amboss für den Hammer, was die Therapie ist. Und sie scheint normale Zellen vor Nebenwirkungen von diesen Therapien zu schützen. Es wurde immer wieder beobachtet, dass quasi die subjektive Lebensqualität steigt und dass die protumorigene Entzündung reduziert wird. Und jetzt will ich hier nochmal kurz betonen, dass es keinen oder kaum einen eigenständigen Effekt gibt. Man ist sich noch nicht ganz sicher. Wie gesagt, die Stückzahl ist recht niedrig, aber das gibt irgendwie keinen Hinweis dazu, dass ketogene Diät den Krebs irgendwie aushungert, kurz und klein schlägt und das ist alles, was man braucht. Das ist auf keinen Fall so. Das heißt, zusammengefasst, Stoffwechsel ist wie ein Straßennetz und normale Zellen und Krebszellen haben quasi unterschiedliche Ideen, wie man bei Großveranstaltungen, wie zum Beispiel einem Marathon, den Verkehr umläutet. Bei mir ist es die ketogene Diät, das quasi diesen Unterschied induziert. Und in diesem neuen Straßennetz suche ich quasi nach Straßen und Kreuzungen, die ich blockieren kann, um möglichst nur den Krebs zu treffen. Also quasi eine krebsspezifische metabolische Intervention, die durch ketogene Diät erst ermöglicht wird. So, wie geht man daran? Wir wollen den Menschen heilen. Im Menschen sind leider wenig Experimente möglich. Das, was möglich ist, ist langsam und teuer. Das heißt, da kann man nicht anfangen. Maus ist da schon besser. Die Experimente sind schneller als im Menschen und billiger. Aber oft ist es nicht möglich, exakte Bedingungen einzustellen. Und viele Methoden sind in vivo wesentlich schwerer durchzuführen. Das heißt, wir haben uns quasi dafür entschieden, in der Zellkultur anzufangen. Da wachsen Zellen in der Schale. Man hat volle Kontrolle und sehr viele Möglichkeiten. Man kann auch genau einstellen, bei welcher Sauerstoffkonzentration die wachsen müssen sollen, welche Konzentrationen von den Metaboliten sollen da sein. Der Nachteil ist natürlich, man untersucht Zellen auf Plastik, die mit Nährlösung bedeckt sind. Und die Frage ist, wie übertragbar ist das auf den Menschen? Das heißt, unser Ansatz ist aber, weil man quasi in der Schale eben so viele flexible Experimente machen kann, ist, wir versuchen etwas in der Zellkultur zu finden und es dann in der Maus zu bestätigen. Und das machen wir quasi, indem wir in der Zellkulturschale eine ketogene Diät nachstellen, indem wir quasi ein Medium haben, das quasi der normalen Blutkonzentration entspricht und eine andere Bedingung, wo wir quasi die Konzentration ändern, sodass es einer ketogenen Diät entspricht. Und dann ist die Frage, wie finden wir dann diese Kreuzungen und Straßen raus? Man kann natürlich, man hat von vornherein vielleicht ein bisschen eine Idee, aber um da quasi unvoreingenommen reinzugehen, entfernen wir quasi jede Straße, diese Kreuzung einzeln und schauen, ob der Verkehr noch fließt, beziehungsweise ob die Zellen überleben. Und da kriegen wir dann quasi eine Liste mit essentiellen Straßenkreuzungen bzw. metabolischen Genen. Und dann überlegen wir, welche Möglichkeiten haben wir denn, um an der Stelle einzugreifen? Also welche Medikamente oder Inhibitoren haben wir denn zur Verfügung, um diese Straße oder Kreuzung zu sperren? Und wenn wir das dann alles in der Schale gesehen haben, dass das alles klappt, dann geht es quasi darum, das Ganze in der Maus zu überprüfen, ob das, was wir auf Plastik sehen, auch im Lebewesen gilt. Das ist dann quasi das wäre dann quasi das Ende von unserer Seite. Wir publizieren das, was wir rausgefunden haben und präsentieren das der Welt. Und jemand anderes müsste dann quasi eine klinische Studie starten
wenn er denkt, das sind vielversprechende Ergebnisse. So, das heißt, eine Frage, die wahrscheinlich viele haben, sollte ich mich vielleicht, wenn ich Krebs habe oder einfach so ketogen ernähren? Und die Antwort meiner Meinung nach ist nein. Ich kann die ketogene Diät quasi nicht guten Gewissens weiterempfehlen. Das hat hauptsächlich einen Grund. Es ist eine recht extreme Diät, bei der man schnell in eine Mangelernährung geraten kann. Ich würde quasi auch keine vegane Diät weiterempfehlen. Das ist ohne Probleme möglich, aber ich habe quasi nicht genügend Vertrauen in den Durchschnittsmenschen, um eine allgemeine Empfehlung auszusprechen. Es ist auch noch ein bisschen experimentell. Es gibt nicht so unglaublich viel Wissen drüber, weil es halt ein bisschen so ein Randding ist über mögliche Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen. Das ist alles noch nicht abschließend geklärt. Ich erwarte keine Probleme. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Publikation, die gezeigt hat, dass sich temporär die Halsschlagadern versteifen, wenn man eine ketogene Diät startet. Das heißt, wenn ich jetzt quasi eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen würde und jemand, der eh schon gesundheitlich nicht so ganz dabei ist, dann könnte der quasi Probleme haben. Das heißt, das ist quasi schwierig. Und im Kontext von Krebs gibt es quasi auch Publikationen, die ein beschleunigtes Wachstum durch eine ketogene Diät berichten. Eine ketogene Diät stellt sehr viel Fett zur Verfügung. Und wenn dem Krebs Fett fehlt, dann tut man ihm damit einen Gefallen. Die Fälle sind höchstwahrscheinlich in der Minderheit, aber es ist quasi eine individuelle Abklärung nötig. Und trotz allem, was ich gesagt habe, ich ernähre mich ketogen und fühle mich damit besser. Muss aber auch sagen, ich musste auch ein paar Mal gegensteuern. Man muss einfach mit offenen Augen da durchgehen. Und es ist auch keine starke ketogene Diät. Es ist eher Low Carb wahrscheinlich. Das ist so an der Grenze. Und ich zeige die Grafik nochmal, weil es meiner Meinung nach wirklich wichtig ist. Quasi einen kurzen Sidetrack dazu. Wir neigen quasi dazu, das Maximum zu suchen und das ist auch gut so. Und es ist aber quasi schwierig mit großer Sicherheit das Maximum zu bestimmen. Es gibt halt einfach Unsicherheiten, wenn man in diese extreme Bereiche das Maximum geht. Und dann tendiert man einfach dazu aufzugeben und gar nicht zu ändern, weil man weiß es ja noch nicht so genau, anstatt die Schritte zu gehen, bei denen wir uns wirklich sicher sind. Und die sind auch ganz leicht zu identifizieren, weil die kennt schon jeder. Ja? Nicht rauchen, kein Junkfood, ausreichend Bewegung. Und hier links sieht man das Pareto-Prinzip, das quasi besagt, dass es bei sehr vielen Sachen, meiner nach gilt es in der Krebsprävention auch so, mit 20% Aufwand kann man schon 80% des Ergebnisses erreichen. Ja, das heißt, nur ein bisschen 20% mehr bewegen wäre quasi, wenn es in dem Fall auch stimmt, hätte man schon 80% das Risiko reduziert. Also runter vom Popo und das nächste Mal nicht mit dem Auto, sondern einfach zu Fuß zu McDonald's. Und das war schon das Ende. Wer mir auf Social Media folgen möchte, kann das nicht. Aber auf der DKFZ-Website steht eine E-Mail, kann man mir eine E-Mail schreiben und ich lese die mehrmals täglich. Und dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und dann freue ich mich auf die Diskussion und die Fragen.